Wir räumen noch die Hängematratze weg. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin der Arne von Kreis 32 und wir sind heute hier im zweiten Bauvlog. Das heißt, wenn ihr den ersten verpasst habt, guckt den zuerst, weil wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Wie ihr sehen könnt, sind wir auch schon ein bisschen weiter als im ersten Bauvlog. Das liegt daran, dass ich am Wochenende Besuch hatte vom lieben Robert und wir richtig gut vorangekommen sind. Und die einzelnen Schritte, die jetzt so passiert sind, werde ich euch noch ein bisschen zeigen. Das heißt, ich habe euch das Ganze mitgefilmt und werde euch jetzt am fertigen Objekt einfach mal ein bisschen erklären. Also, los geht's. Wir fangen an damit, oben die Dachbalken aufzulegen. Ja, hier über mir seht ihr jetzt die Dachbalken. In der Konstruktion, also die Zeichnung habe ich im ersten Video bereits verlinkt, kann man relativ gut erkennen, wie die verteilt sind. Und ich habe mir das so überlegt, dass ich die Balken quasi immer im gleichen Abstand setze und dass ich nach außen Balken zum Überhang mache. Das heißt, ich habe genau am Ende einen Balken auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, welcher wiederum auf einen Querbalken aufgelegt wird. Das Ganze mache ich so, indem ich da Ecken ausklinke und habe das aber vorher quasi schon gemacht. Das heißt, ich habe vorher die Balken alle abgeschliffen, damit ich nicht oben auf dem Dach nochmal schleifen muss, weil die sind sägerau. Ihr könnt die Sache natürlich auch schon fertig kaufen. Und habe sie danach entsprechend ausgeklinkt, das Ganze schon mal hingelegt und geguckt, ob das alles passt. Und habe danach angefangen, das Ganze oben auf dem Dach zu montieren. Das hat relativ gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Bin ich auch sehr happy drüber. Und habe dann nach und nach alle Balken angebracht. Dazu habe ich immer geguckt, dass die Abstände stimmen, immer zum Basisbalken. Und ihr müsst immer darauf achten, dass die Balken auch in die Richtung, die wir hier oben sehen, dass das auch der richtige Abstand ist. Bei mir ist es so, dass diese Stück hier 50 cm sind, jeweils auf der Seite und auf der anderen Seite. Und ja, so sieht das Ganze auch optisch recht hübsch aus, muss ich sagen. Gefällt mir gut und durch den großen Überstand habt ihr einen Vorteil. Und zwar, wenn es regnet, regnet der Regen nicht immer jedes Mal an euer Holz, sondern das Holz wird auch großteils trocken. Hat also auch einfach einen bautechnischen Grund, warum man das macht. Sieht man hier in Bayern relativ oft, dass halt Häuser einen relativ großen Dachüberstand haben. Hat halt den Vorteil, eure Fenster werden nicht nass. Anschließend ging es dann mit zwei Dingen weiter. Einmal habe ich angefangen, das Dach zu decken. Dazu habe ich nun Federbretter benutzt in der Stärke 18. Und ich habe angefangen, das Rispenband zu installieren, weil das Problem ist folgendes, ich wollte erst das Dach machen. Das hat die Community auch so entschieden. Das ist auch richtig so, dass man erst das Dach macht, weil man danach die Wände im Trockenen bauen kann. Wenn ihr aber natürlich oben das Dach drauf möchtet, muss das Ganze natürlich ordentlich versteift sein. Das heißt, ihr möchtet nicht da oben draufstehen, das ganze Ding wackelt. Demzufolge habe ich Folgendes gemacht, im letzten Video habt ihr schon gesehen, ich habe so eine kleine Querversteifung eingebracht, einfach damit das ganze Haus ein bisschen stabiler steht. Dazu kommt dann allerdings noch, dass ich ein Rispenband installiert habe. Das legt man normal so oben aufs Dach, von links nach rechts, quer drüber, damit, wenn ein Sturm kommt, das Dach sich nicht verzieht und das Haus sich nicht verzieht und dass es auch nicht abgehoben wird. Ich habe es mir jetzt so gemacht, ich habe die Latten oben auf dem Dach verschraubt und nicht genagelt. Demzufolge hat das Ganze ein bisschen mehr Haltbarkeit, das ist dann quasi viereckig. Kann sich immer noch ein kleines bisschen verziehen, aber dadurch, dass alles relativ eng ist und jede Latte an jedem Pfosten festgemacht ist, sollte das komplett reichen. Das heißt, ich habe das Rispenband nicht auf dem Dach,
sondern an der Wand. Hier hinten könnt ihr das Rispenband nochmal sehen. Das Ganze habe ich so gemacht, dass ich das am Anfang erstmal grob zugeschnitten habe auf die Länge, die ich brauchte, habe es oben festgemacht und anschließend habe ich es unten fixiert und die Schrauben habe ich immer so ein bisschen auseinandergezogen, damit das Rispenband auch gespannt wird in dem Moment. Wenn es dann gespannt war, habe ich es überall mit Schrauben festgemacht, überall wo es ging, in alle Balken rein, damit einfach alles untereinander verbunden ist. Und die zwei Schrauben, die entweder zu schräg standen, vielleicht habe ich wieder rausgenommen und habe sie danach gerade reingemacht. Dadurch ist es gut gespannt und hält euer Haus zusammen. Und ich muss sagen, nachdem das Rispenband hier über auf den Wänden war, war das wirklich relativ gut stabil. Und ich war eigentlich gut gerüstet dafür, dass der Robert vorbeikommt und wir oben das Dach machen. Ja, wie gesagt, die Notfederbretter hatte ich dann vorher schon aufgebracht. Das ging relativ einfach. Verschraubt ist das Ganze mit so kleinen Jetfast-Schrauben. Da habe ich genommen, ich glaube, 4x45. Das Ganze in den 12er Balken rein. Das hat wunderbar gehalten und ließ sich auch relativ einfach machen. Ich habe das Ganze mit einem 12 Volt Akkuschrauber gemacht von Bosch und muss sagen, ja, die ganze Fläche komplett mit einem 2 Ampere Akku. Hätte ich nicht gedacht. War schon ordentlich viel. Parallel dazu, bevor der Robert gekommen ist, habe ich schon mal angefangen, noch eine Wand so leicht hochzuziehen, was einfach nochmal ein bisschen Stabilität reinbringt. Und ich hatte natürlich noch ein bisschen Zeit, deswegen habe ich das Ganze auch ein bisschen vorbereitet. Was ihr jetzt noch seht, ist übrigens wichtig, wir müssen noch über die blaue Folie reden. Denn in der Community gab es eine Riesendiskussion über diese wunderschöne blaue Folie. Ja, was ich vorher auch noch nicht wusste und was ich euch unbedingt mitteilen möchte, es gibt zwei verschiedene Sachen. Es gibt eine Dampfbremse und es gibt eine Dampfsperre. Und generell, wenn ihr ein Haus baut, was gedämmt wird, ist es so, dass die Dampfsperre immer im Innenraum ist. Das heißt also, ihr habt euren Trockenbau, ihr habt eine Dampfsperre, ihr habt eure Dämmung, dann kommt eine Dampfbremse und dann kommt eure Außenverkleidung. Das ist der normale Aufbau. Bei mir habe ich es anders gemacht. Ich habe es so gemacht, dass ich die Dampfsperre, weil das war das Einzige, was sie gerade im Baumarkt hier hatten, außen aufgebracht habe. Hat aber folgenden Grund. Hier kommt keine Dämmung rein. Das heißt, die Sperre ist bei mir jetzt außen drauf. Ich habe dann angefangen, die ganzen Latten quasi direkt auf die Sperre zu montieren. Da wurde dann bei Instagram vehement diskutiert, ob das jetzt richtig wäre oder nicht. Und ich gebe euch recht, es war falsch. Ich habe es nochmal abgebaut, die eine Wand, und habe noch eine Hinterlüftung gemacht. Das heißt, ich habe eine kleine Leiste genommen. Es sind überall noch kleine Leisten drauf von 1,5 bis 2 cm. Ich glaube, na, die sind sogar 2 cm. Die überall auflegen, damit die Folie nicht direkt an dem Lärchenholz liegen, was an der Außenverkleidung ist. Die Außenverkleidung könnt ihr sehen, das ist wie gesagt Lärchenholz, gerade erklärt. Das ist so eine Art Ziegelform, das heißt also, ihr habt immer Nut und Feder, schlagt das Ganze zusammen und habt nachher so eine Optik, wie gesagt, von so einzelnen Ziegeln. Finde ich mega cool, hatte ich auch beim Chicken Coop schon verwendet. Deswegen hier gleich, damit das Ganze auch schön zusammenpasst. So, jetzt kommen wir zum Tag der Tage. Das heißt, der Tag, an dem das Dach da oben dicht wurde. Wie gesagt, das da oben ist Nut und Feder. Ich muss kurz was erklären. Ich habe versucht, Material zu sparen. Material spart man, indem man keinen Zuschnitt hat, indem man das so verlegt, wie ihr Parkett verlegt. Dass ihr quasi immer, wenn ihr noch ein Endstück übrig habt, das am Anfang wieder anlegt, hat den Nachteil, dass ihr mit den Endstücken nicht immer am Balken rauskommt. Das heißt, ihr habt irgendwo dann quasi so einen Bruch zwischen. Das filme ich euch mal kurz hier. Und das hat den Nachteil, wenn ihr oben auf dem Dach langlauft und genau auf diese Stelle treten würdet, ihr könntet durchbrechen. Damit das nicht passiert, haben wir, wenn wir oben aufs Dach gehen, immer USB-Platten genommen, haben die durchgeschnitten, haben dann vier kleine USB-Platten gehabt, auf denen konnte man langlaufen. Was heißt wir, die da oben rumgelaufen sind? Eigentlich ist nur der Robert rumgelaufen. Denn ja, ich bin schon ein bisschen schwer dafür vielleicht, ne? Also das geht schon, aber muss nicht. Wir haben als allererstes, bevor wir angefangen haben, irgendwas zu machen, haben wir noch die Haken installiert. Das heißt, die Haken hier hinten für die Dachrinne. Ganz wichtig, installiert man vorher, weil danach kann man es auch noch machen, aber durchs Trapezblech durch oder drunter, das wird dann etwas schwierig. Dann wurde eine Dampfbremse installiert. Dampfbremse ist eine Nicht-Sperre, ne? Also hier Dampfsperre. Dampfbremse ist durchlässig, weil die liegt nämlich direkt auf dem Material auf. Da ist keine Hinterlüftung, weil ihr ja quasi das Holz habt und dann liegt da diese Folie drauf. In dem Fall ist es halt diffusionsoffen und darauf kommt dann das Trapezblech drauf. Die haben wir erstmal angebracht, haben die am Rand auch schön mit Klebeband ein bisschen zugemacht, damit sie nicht wegfliegt. Das Ganze auch getackert und so, ne? Also die bleibt auf jeden Fall da. Beziehungsweise wenn das Trapezblech drauf liegt, dann bleibt die eh, wo sie ist. Gegen Mittag kam dann endlich unsere Lieferung per Spedition von den Trapezblechplatten.
Da wird sich der eine oder andere fragen, hättest du zwar zu Obi fahren können, einfach kaufen können. Nein, kannst du nicht, weil bei Obi gibt es zwar kleine Platten und auch größere Platten, aber keine richtig großen Platten. Ich habe nämlich festgestellt beim Hühnerhaus, dass es so ist, wenn ihr mehrere Platten verwendet, je mehr Platten es ist, je mehr Fehler könnt ihr einbauen. Weil sobald eine Platte ein bisschen schief montiert ist, werdet ihr den Fehler immer weiter transportieren auf die nächsten Platten. Also das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, wir haben hier eine Fläche von 4x7 Metern, da möchte ich keinen Fehler drin haben. Demzufolge habe ich bei Amazon ein bisschen gesucht und habe natürlich einen Händler gefunden, der wunderschöne 4 Meter lange Trapezblechplatten hat, die genau 1 Meter in der Breite abdecken. Die sind 1,10 Meter breit, weil ein bisschen überlappen müssen die ja noch. Und bei 7 Metern macht das genau 7 Platten. Ja, das ist doch mega, ne? Also, die Platten wurden geliefert, der Robert ist aufs Dach gegangen, ich bin mit einer Platte auf dem Kopf hinten rum aufs Feld und habe die immer von hinten aufs Dach draufgeschoben und der Robert hat sie verschraubt. Hat wunderbar funktioniert. Wir hatten nur ein kleines Problem, weil Trapezblechplatten haben normalerweise immer so eine kleine Teile aus Plastik, die untergelegt werden, wo dann eine lange Schraube von oben, quasi vom Berg des Trapezbleches bis ins Holz runtergeschraubt wird. Wir haben das nicht so ganz hingekriegt, weil das irgendwie so fummelig war mit dem ganzen Mist. Also ihr müsstet quasi diese kleinen Teile vorher installieren, müsstet genau wissen, wo ihr das schneidet, macht und tut. Aber es war halt bärenheiß, wir hatten 36 Grad und wir hatten keinen Bock da oben, es hat gekocht. Da haben wir gesagt, okay, wir machen es anders. Wir haben kurze Schrauben genommen, die kurzen Schrauben einfach direkt ins Holz reingeknallt. Das heißt, unsere Schrauben sind jetzt alle im Tal, was quasi eigentlich falsch ist. Aber hey, das wird schon lange genug halten. Ihr macht es bitte so, ihr verschraubt die bitte auf den Berg. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und der Robert hat das oben alles festgemacht, hat wunderbar funktioniert. Und nachdem der Robert die ganzen Platten oben verschraubt hatte, sind wir dann mit dem Gerüst außen nochmal rumgewandert und haben die ganzen Außenbleche festgemacht. Und bei den Außenblechen haben wir dann teilweise auch immer oben im Berg verschraubt mit längeren Schrauben. An den Seiten die Ortgangbleche, hinten, das nennt sich Traufblech. Wie das Blech hier vorne sich nennt, habe ich keine Ahnung. Das ist eine Abdeckung, einfach damit das Holz hier vorne, die Stirnseite nicht nass wird. Hat auch relativ gut funktioniert. Am Abend waren wir fix und fertig. Ja, so viel zum Thema Dach. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kann ich da mein Halbwissen preisgeben. Da unten sind die Kommentare. Geht's weiter. Nächstes Thema, nächster Tag. Ja, nächster Tag, nächste Wand könnte man sagen. Der Robert war natürlich noch fit und der andere natürlich auch. Nachdem man so ein Dach macht, kann man am nächsten Tag auch wieder arbeiten. Also, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir fangen erstmal an, jetzt dieses Material hier weiter zu verarbeiten. Die wunderschöne Lärche einfach auf Masse erstmal an die Wand zu bringen, damit die Hütte erstmal von den Seiten auch dicht ist. Also haben wir die Wand hier hochgezogen und anschließend die Wand auf der anderen Seite. Wir haben aber noch nicht die ganzen Details gemacht, muss ich dazu sagen. Also oben die Anschlüsse nicht, weil wir konnten zu zweit erstmal relativ erledigen. Einer hat geschraubt, der andere hat zugeschnitten, dann wurde ab und zu mal gewechselt. Das lief relativ dynamisch und richtig flott. Hat auch richtig Spaß gemacht zusammen. Wir haben die Leisten drunter gelegt, auf alles geachtet, dass alles schön dicht ist. Das Material haben wir übrigens auch so verlegt, wie ihr Parkett verlegen würdet, ja, oder Laminat oder was auch immer. Wir haben immer die Reststücken, die jetzt hier übergeblieben sind, einfach in der nächsten Reihe wieder angelegt. Hier ist wieder ein Schnitt, ging es wieder weiter. Wenn irgendwann mal genug Stücken einfach über waren, dann haben wir die genug Stücken einfach mal alle komplett in der Reihe reingeknallt und oben die nächste Brettreihe drauf. Die müssen alle nicht fixiert sein, die hängen halt zwischendurch einfach mal locker zwischen, einfach mit Nut und Feder, reicht vollkommen aus. Da tritt keiner gegen, die fallen nicht raus bei Sturm. Ist eine einwandfreie Sache. Ihr habt kein Restmaterial, sondern ihr verbaut einfach alles, was ihr habt. Und es gibt einfach einen richtig geilen, urigen Look. Elektro! Ja, auf jeden Fall sind wir am Wochenende mit dem Holz relativ weit gekommen. Wir haben diese Wand fertig gemacht, wir haben diese Wand fertig gemacht. Dann ist uns leider das Holz ausgegangen. Ich habe es ein bisschen falsch bemessen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal Holz nachbestellen. Muss noch die eine Wand machen und die restlichen Stücke, die überall fehlen. Naja, gut, das kann passieren. Ich dachte mir so, bevor du zu viel Holz bestellst, lieber zu wenig, weil der junge Mann, wo ich das Zeug hole, der hat genug Holz vor der Hütte. Kein Problem, kann man nachbestellen und ich hoffe, dass ich es nächste Woche abholen darf. Aber ein Robert wäre natürlich nicht ein Robert, wenn er natürlich nichts anderes zu tun hätte, außer zu arbeiten. Also, Robert ist da, Robert ist Elektromeister und hat gesagt so, komm, machen wir die Elektrik auch gleich noch fertig. Okay, also haben wir die restlichen OSB-Platten, die wir hatten fürs Dach, wo wir drauf rummarschiert sind, genommen. Haben die zugeschnitten für die Stellen, wo die Schalter und die Stromanschlüsse hinkommen und haben angefangen, die Elektrik zu verlegen. Zur Elektrik selber brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Wir haben es bei uns jetzt so gemacht, wir haben hier einen Außenstromstrang, den haben wir hier unten mit einem Kanal rangelegt ans Haus, das Ganze dann auf den Verteilerkasten geschalten und ja, der Robert hat es angeschlossen. Wie ihr seht, die Kabel haben wir auf American Style verlegt, also quasi in der Wand. Und ihr sollt immer dran denken, wenn ihr Elektrosachen verlegt, besorgt euch einen Meister, macht's nicht allein. Ja, lampentechnisch waren wir übrigens ganz kreativ. Und zwar haben wir einmal eine Bunkerlampe. Und zwar diese gute Bunkerlampe kommt aus Plauen, und zwar von einem Flohmarkt. Die haben wir dort ergattert von einem Typen, der nicht rechnen kann, war richtig cool.
Weil wir haben den Typen auch diese andere Lampe aus der Maille hier abgenommen. Der wollte für beide zusammen irgendwie 75 Euro und im Endeffekt hat er mir noch eine für 20 und eine für 35 verkauft. Okay, kann man so machen. Auf jeden Fall richtig coole Lampen, richtig coole Schnäppchen. Und die dritte Lampe ist einfach nur eine Fassung von Obi und das Ganze noch mit Edison-Lampen versehen. Das heißt, ihr habt hier nicht richtig krass Licht. Es geht nicht darum, hier drin zu arbeiten. Das ist einfach nur reine Deko und ein bisschen Licht, wenn ihr abends mal reingeht. Wenn ihr euer Fahrrad rausholt oder ähnliches. Also für mich reicht das vollkommen aus. Und zu guter Letzt haben wir natürlich jetzt hier hinten noch die drei Fenster eingesetzt. Da habe ich vorher mal eins eingesetzt, mal zu testen. Jetzt haben wir sie richtig reingesetzt. Die Fenster müssen immer nach innen gezogen werden, weil außen kommt dann nochmal eine Verkleidung davor. Sieht richtig cool aus, finde ich. Was ist eure Meinung dazu? Sollte man da ein Fenster hinmachen oder drei? Ich selber finde es stylischer, wie es jetzt ist. Andere haben auf Instagram gesagt, nein, lieber ein Fenster, weil mehr Licht. Gut, kann man machen, wie man möchte. Kann jeder für sich entscheiden. Ich finde drei Fenster mega. Wir haben die Elektrik fertig, wir haben dachdicht, wir haben die Außenverkleidung fast fertig. Die nächsten Schritte sind jetzt eine Zwischenwand ziehen, um die zwei Räume voneinander abzutrennen, die Dachrinne einhängen. Ja, und es gibt noch genug andere Sachen zu tun. Also, das gibt es dann alles im Baublock Nummer 3. Der folgt dann, wenn ich soweit bin. Also aktuell ist ein kleines bisschen Baustellenpause, weil andere Sachen zu tun sind. Aber ich halte euch auf den Laufenden und ich freue mich darüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr meinen Kommentar hier lasst, gebt mir ein Like, gebt dem Kanal ein bisschen Liebe. Danke und wir sehen uns beim nächsten Mal.